Ich habe ausgeteilt sowas hier. Braucht das noch jemand? Gut, perfekt. Das gibt es auch auf der MetaLab-Website zum Runterladen, wo das Skriptum ist. Und im Skriptum ist das der Workshop 3, elektromagnetische Felder. Da ist so stichwortartig zusammengefasst, was wir heute machen. Und wir werden uns wahrscheinlich einen signifikanten Teil der Zeit mit dem Teil 1 hier, Grundbegriffe der Feldtheorie, beschäftigen. Also Teil 1 in dem Ding aus dem Skriptum. Nein, im Skriptum. Das hier. Die Grundbegriffe der Feldtheorie, wo man sich ein bisschen darüber unterhalten, was Felder sind und wie man sich Felder vorstellen kann. Und dann am Schluss werden wir uns anschauen, wie das denn ausschaut mit den elektromagnetischen Feldern. Weil das Komplizierte ist eigentlich nicht die elektromagnetischen Felder selber, sondern dass wir uns mal unterhalten darüber, was ist ein Skalarfeld, was ist ein Vektorfeld, was ist ein Rotor und all diese seltsamen Begriffe. Gut, dann fangen wir an mit der Grundidee von einem Feld. Die Grundidee von einem Feld ist, dass ich eine Größe habe, wo ich nicht nur einfach eine Zahl habe, die Größe vollständig beschreibt. Das haben wir bis jetzt kennengelernt. Nicht? Wir haben irgendwie eine Schaltung, wir sagen, was ist die Spannung, und dann haben wir eine Zahl, die diese Spannung beschreibt. Und jetzt haben wir etwas, was eine Funktion des Ortes ist. Also etwas, was an einem Ort woanders ist als an einem anderen Ort. Und ich kann nicht mehr quasi nur noch eine Zahl angeben für die Größe, sondern ich muss irgendwie etwas angeben, was die Ortskoordinaten nimmt und daraus dann die Größe macht. Ein Beispiel für sowas wäre zum Beispiel Luftdruck. Wo ich irgendwie sage, wenn ich wirklich beschreiben möchte, wie irgendwie ein Wettersystem sich verhält, dann reicht es nicht einfach, irgendwo eine Zahl zu haben, sondern ich möchte wissen, was ist der Luftdruck an jedem einzelnen Punkt im Raum. Oder halt irgendwie eine Näherung davon, dass ich den Raum in irgendwelche Kasteln einteile und dann sage ich, was ist der Luftdruck in jedem Kasten. So, das ist, immer wenn wir von einem Feld reden, dann heißt das genau das, dass ich etwas habe, wo ich einen Ort hineinstecke in Koordinaten und ich bekomme dann die Größe für diesen einen Ort heraus. Und der Luftdruck wäre eben so ein Beispiel. Der Luftdruck ist ein Beispiel für ein Skalarfeld. Skalarfeld heißt, dass ich hier dann an dem Ort genau eine Zahl habe. Das wäre der Luftdruck, das wäre die Temperatur zum Beispiel. Wenn ich eine Karte habe, wäre das die Höhe über dem Meeresboden, das wäre auch eine Zahl. Aber ich kann noch ein Feld haben, wo ich nicht eine skalare Größe, eine Zahl habe, sondern wo ich jedem Ort im Raum einen Vektor zuordne. Also ein Beispiel dafür wäre dann zum Beispiel die Windgeschwindigkeit. Dass ich zu jedem Punkt im Raum sage, in welcher Richtung und wie schnell bewegt sich die Luft an diesem Ort. Und das ist dann eben ein Vektorfeld. Also die Idee ist gleich, wir haben irgendetwas, wo ich meine Ortskoordinaten hineinwerfe und ich komme dann eine Größe raus, aber diesmal ist die Größe nicht ein Skalar, sondern ein Vektor. Das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, weil was ich hineinstecke, ist ja immer ein Vektor. Nicht? Der Ort, den gebe ich selber durch einen Vektor an. Das heißt, wenn wir von Feldern reden, dann meinen wir immer eine Funktion, wo ich einen Vektor, der einen Ort kodiert, hineinstecke und dann bekomme ich etwas heraus. Und wenn ich von einem Skalarfeld oder einem Vektorfeld rede, dann beschreibe ich mit dem Skalar oder Vektor die Größe, die rauskommt aus diesem Kastel, aus diesem Bin, was mir beschreibt, was auch immer ich beschreiben möchte. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich das praktisch umsetzen kann, diese Idee von einem Feld. Ich kann entweder sagen, ich mache ein Array, das wäre quasi was die Numeriker machen, oder jeder, der irgendwie gewohnt ist, Computerprogramme für alles Mögliche zu schreiben, der sagt, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Höhe über dem Meeresspiegel kodieren möchte, dann mache ich einfach ein Raster. Mit eben vielen diskreten Kästchen und dann kann ich jedem Kästchen einen Wert zuweisen und weiß ich nicht, sagen wir, das ist draußen sind irgendwie Einser und das ist irgendwie jetzt seltsam diskret, was ich mache, aber wir sehen quasi, ich beschreibe hier eine Landschaft, wo wir hier höher sind und da weniger hoch,
wir haben quasi hier so eine Steigung. Und vielleicht das ist eine komische Bergspitze, wo das quasi das Höchste ist. Jetzt noch ein Vierer da in der Mitte. Also das wäre eine sehr praktikable Art und Weise, so ein Feld quasi zu kodieren. Ich mache einfach so ein Raster und ich habe dann eine Zahl für jeden Punkt. Eine andere Möglichkeit, ein Feld zu kodieren, ist wirklich, dass wir sagen, mathematisch, ich habe irgendeine Funktion und die bekommt meine Ortskoordinaten und liefert mir dann einen Zahlenwert zurück. Also da könnte ich zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, Funktion. Und ich schreibe jetzt explizit hin die drei Komponenten, x, y, z zum Beispiel. Man könnte natürlich auch einfach R-Vektor-Pfeil machen, wenn man sagt, das ist schon ein Ortsvektor. Und das könnte jetzt irgendwas sein, weiß ich nicht, zum Beispiel der Abstand zum Ursprung. Also da hätte man quasi jetzt ein Feld beschrieben, das am Punkt 0, 0, 0 den Wert 0 hat und überall anders im Raum hat es den Zahlenwert, der dem Abstand zum Punkt 0, 0, 0 entspricht. Beide Darstellungen haben Vor- und Nachteile. Das hier ist offensichtlich nicht kontinuierlich, sondern wir haben hier diese diskreten Schritte. Und wir haben aber, wie wir später feststellen werden, wir verwenden dann Konstrukte aus der Vektoranalysis, die quasi davon ausgehen, dass das kontinuierlich ist und fangen an, darin zu differenzieren und solche Sachen. Das heißt, das eignet sich jetzt nicht unmittelbar dafür, sondern ich muss dann mir überlegen, wie ich das numerisch mache, dass ich da diese Operationen durchführe. Während sich sowas hier ganz perfekt eignet. Also da habe ich eine Formel, das ist ein stetiges Ding. Es ist zwar nicht stetig differenzierbar für 0, 0, 0, aber überall anders ist es stetig differenzierbar. Gut, also für diese Formen der Berechnungen ist das natürlich viel, viel besser, nicht? Weil das ist eine kontinuierliche Funktion, wo ich jetzt dann anfangen kann zu differenzieren und all diese Sachen zu machen. Der Nachteil von dem ist, dass ich sowas meistens nur habe, wenn ich ein theoretisches Konstrukt beschreibe. Also wenn ich diese typischen Beispiele habe, weiß ich nicht, ich habe einen geraden Leiter und ich möchte Feldkonfigurationen um diesen Leiter beschreiben, dann kann ich solche Formeln aufstellen und kann ganz hervorragend analytisch herangehen. Aber wenn ich jetzt ein Problem habe, das hinreichend komplex wird, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich nicht mehr sagen kann, ich kann idealisiert beschreiben, wie meine Welt funktioniert, sondern ich muss meine Welt quasi aufbauen und anfangen, Messungen zu machen. Und für Messungen machen ist das natürlich besser. Da kann ich dann quasi sagen, ich mache wirklich mein Raster und zu jedem Punkt mache ich eine Messung. Da gehe ich dann spazieren mit meinem Barometer und schaue, wie hoch bin ich hier, wie hoch bin ich hier und trage das dann ein. Und wenn ich quasi auf diese Art und Weise, weiß ich nicht, eine Gebirgslandschaft beschreibe, dann kann ich die so gut vermessen, aber dass ich dann am Schluss irgendeine geschlossene Formel finde, die zu der Gebirgslandschaft dazu passt. Das ist eine Illusion. Also so haben wir diese zwei konkurrierenden Darstellungen sozusagen. Wir machen dann später in beiden Darstellungen eigentlich das Gleiche. Wir machen die gleichen Operationen, aber wir müssen sie ganz, ganz anders umsetzen, weil wir hier mit numerischen Verfahren arbeiten und hier symbolisch wirklich die Vektoranalysis verwenden können, um mit diesen Feldern zu arbeiten. Gut, bevor wir jedoch uns quasi mit diesen Darstellungen näher beschäftigen und versuchen, irgendwas zu machen, möchte ich noch ein paar andere Darstellungen für Felder ansprechen. Und zwar welche, die jetzt nicht unbedingt geeignet sind, um mit den Feldern zu rechnen, sondern die geeignet sind, um die Felder zu visualisieren und sich zu überlegen, was würde denn passieren in dieser und jener Situation. Und für ganz, ganz viele Fälle ist das ja noch viel wertvoller, als dass ich dann konkrete Sachen ausrechnen kann, wenn ich irgendwie ein Gefühl entwickeln kann, wie diese Dinge miteinander zu tun haben.
Gut. Was haben wir hier? Die erste Visualisierung, die ich mir anschauen möchte, das ist jetzt eine Visualisierung für Vektorfelder. Das entspricht eigentlich diesem Ansatz hier. Ich gehe her und teile meine Welt ein wieder in Punkte, in kleine diskrete Volumina. Und dann zeichne ich einfach für jeden dieser Punkte, für jeden dieser diskreten Volumina, einen Pfeil, der dem Vektor an diesem Ort entspricht. Also sagen wir, was könnten wir beschreiben? Wir könnten zum Beispiel beschreiben einen Fluss, und das ist unsere Welt. Und sagen wir, hier und hier, da ist Ufer, und hier in der Mitte fließt der Fluss. Und die Vektorgröße, die ich habe, ist, wie schnell bewegt sich der Boden quasi, oder was auch immer, das Wasser dann. Und dann würde ich quasi beim Ufer nur so Punkte haben, weil der Boden, der bewegt sich halt gar nicht. Das ist quasi ein fader Vektor, und hier beginnt aber der Fluss. Und vielleicht ist am Rand vom Fluss die Strömungsgeschwindigkeit nicht ganz so groß, weil dort irgendwie, weiß ich nicht, Reibungen und Verwirbelungen stattfinden mit dem Ufer. Also haben wir dann vielleicht hier kleine Pfeile, die in diese Fließrichtung von dem Fluss zeigen. Und dann hätte man vielleicht hier schon größere Pfeile. Und dann vielleicht wieder kleinere, weil wir zum Ufer wieder hinkommen. So. Und dann wieder. So, das wäre eine Möglichkeit, wie ich so ein Vektorfeld veranschaulichen kann. In dem Fall natürlich ein zweidimensionales Vektorfeld. Nicht in einem 3D-Raum. In einem 3D-Raum wird es dann ein bisschen komplizierter, dann sieht man nicht mehr wirklich, wo welcher Pfeil hinfällt und so. Na, man kann sowas natürlich auch in einem 3D-Würfel machen, so kann über einen Computer zeichnen, die ganzen Pfeile in der entsprechenden Richtung. Das ist natürlich eine Darstellung, die sehr, sehr nahe an dem ist. Wir machen eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich halt hier nur davon gesprochen habe, dass ich den Speicher abbilde oder so von meinem Programm habe. Und hier haben wir für den Vektor dann schon die entsprechende Größe. Das heißt, dafür ist das ganz praktisch, und ich kann hier gut lokal Sachen erkennen. Also ich kann zum Beispiel erkennen, dass in dieser Region hier auf der einen Seite Stillstand herrscht und auf der anderen Seite nicht Stillstand herrscht. Das heißt, ich kann hier erkennen, dass wenn ich in diese Richtung runtergehe, dass ich eine Änderung des Vektors in dieser Richtung hier sehe. Also ich kann hier sofort erkennen, was würde passieren, wenn ich das hier nach der Y-Richtung differenziere, wenn ich die X-Komponente nach der Y-Richtung differenziere, dann würde ich sehen, wie wird mit dem Y so positiv ist und X in X-Richtung ist, dann würde ich quasi sagen, an dem Punkt nimmt die X-Komponente des Vektors ab, wenn die Y-Komponente des Arguments zunimmt. Das erkenne ich hier sofort. Während ich hier quasi erkenne, dass die X-Komponente keine Änderung hat, wenn ich die Y-Komponente ändere. Und hier unten habe ich das Umgekehrte, dass mit einer Zunahme der Y-Komponente des Ortes die X-Komponente des Vektors größer wird. Also diese lokalen Differenzierungen, das kann ich hier sehr, sehr schön machen. Leider erlaubt mir das hier nicht, globale Zusammenhänge in diesem Feld zu erkennen. Also wir wissen, weil das ein Fluss ist, dass irgendwie so viel Wasser wie an dem Ende in meine Welt hineinströmt, so viel muss an dem Ende hier wieder herausströmen. Und das erkenne ich hier nicht auf einen Blick, dass das der Fall ist. Das wissen wir aus der Anschauung, dass es sich hier um das Vektorfeld von einem strömenden Fluss handelt, aber aus dem Bild sehe ich das nicht sofort. Da müsste ich quasi jetzt hier überall ganz genau schauen, ist der Pfeil links klein oder größer, was der Pfeil rechts. Und wenn quasi an der einen Stelle der Pfeil größer wird, und wir schauen, gibt es eine andere Stelle, die das entsprechend irgendwie kompensiert. Also das ist etwas, das erkenne ich hier nicht sofort.
Und wie wir später noch sehen werden, ist das aber ganz wichtig, dass ich sowas erkennen kann, wenn ich über ein Feld nachdenke. Dass ich schaue, wenn sowas strömt, wenn sowas fließt, kommt da irgendwo von der Seite oder sonst sowas dazu oder fließt was weg oder ist das die gleiche Durchfluss quasi hier und da und verbindet man diese. Ja, es könnte ja sogar sein, dass irgendwo Stellen gibt, wo zum Beispiel Strudel ist, wo was zurückfließt. Ja, genau. Oder es könnte sein, dass irgendjemand, weiß ich nicht, ein sehr tiefes Loch in der Mitte von dem Fluss gebohrt hat und da fließt jetzt immer ein bisschen Wasser weg. Eher, dass ein Abfluss, wo er noch reingeht. Ja, also, es sind alles Gedankenexperimente. Naja, wenn es abfließt, schauen wir uns das an, wie das ausschaut wird beim Vektorfeld, wenn das abfließt. Ich mache jetzt quasi hier einen Mini-Fluss. Und da hätten wir jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite größere Pfeile. Und dann hätte ich hier auf einmal kleinere Pfeile. Und aus dieser Änderung würde ich sehen, okay, hier zu diesem Punkt fließt viel hin, aber es fließt wenig weg. Also muss dazwischen irgendwie was verloren gehen. Ja. Es gibt eine Darstellung für Felder, die sich besser eignet, um das sofort zu erkennen, diesen Zusammenhang. Wird da was mehr, fließt da was dazu, fließt da was weg? Und diese Darstellung, das nennt sich Feldröhren. Also ich nehme jetzt dieses Feld hier und versuche das auf der linken Seite nochmal zu zeigen, mit Feldröhren. Die Idee von einer Feldröhre ist, dass ich diese Oberfläche, meine Welt, jetzt einteile in Abschnitte, wo links genauso viel reinfließt, wie rechts rausfließt. Und wenn ich quasi dieses Bild, fangen wir damit an, wenn ich dieses Bild jetzt mit Feldröhren zeichnen möchte, dann müsste ich quasi sagen, zu dieser seltsamen Region in der Mitte fließen mehr Feldröhren hin, als wegfließen. Weil wenn durch jede Feldröhre die gleiche Menge strömt, dann müssten da zum Beispiel drei Feldröhren bis zu diesem Punkt gehen und von dort nur zwei Feldröhren weg, damit dann in der Mitte etwas verloren gehen kann. Und das könnten wir uns quasi so vorstellen, dass ich hier drei Feldröhren habe, und dann habe ich hier quasi so zwei Feldröhren und deswegen kann ich dann vielleicht noch da Pfeile hineinzeichnen, die aber mir nur angeben, was die Flussrichtung von der Feldröhre ist. Also da hat jetzt die Feldgröße überhaupt nichts zu tun, das ist nur, damit ich einen Bezugssinn habe, wo fließt es hin. Und dann brauche ich jetzt nur auf der linken Seite Feldröhren zählen und auf der rechten Seite Feldröhren zählen und sage, okay, wenn an diesem Punkt drei Flusseinheiten hinfließen und zwei Flusseinheiten wegfließen, naja, dann muss in der Mitte was verloren gegangen sein. Wenn ich jetzt dieses Bild hier zeichnen möchte mit Feldröhren, dann müsste ich quasi sagen, diese Feldröhre hier links, die ist unendlich groß, weil da fließt überhaupt nichts. Nicht? Und wenn ich aber sage, jede Feldröhre muss gleich viel beinhalten, dann habe ich immer das Problem, dass es nicht den Fall gibt, dass es da keine Feldröhre. Also sage ich, ich mache eine unendlich große Feldröhre, das ist auch das Beste, was ich tun kann, um dieses Kriterium zu erfüllen, dass durch jede Feldröhre gleich viel durchfließen muss. Also ich habe hier quasi auf der linken Seite mal eine unendlich große Feldröhre. Und da unten, wo wieder die Erde ist, habe ich eine unendlich große Feldröhre. Und wenn wir uns den Bereich in der Mitte anschauen, dann haben wir hier am Rand größere Feldröhren und in der Mitte viele kleine Feldröhren. Schaut dann vielleicht irgendwie so aus. Wenn ich jetzt quasi mir denke, durch jede Feldröhre fließt gleich viel durch, dann sehe ich sofort, hier am Rand fließt nicht so viel, aber wenn man dann hier in die Mitte geht, fließt mehr, weil wir dort quasi eine größere Feldröhrendichte haben. Da finden wir mehr Feldröhren in einem vergleichbaren Volumen oder in einer vergleichbaren Fläche. Das heißt, wir wissen, dass es dort mehr fließt. Die Information ist also hier und da die gleiche. Wir können aber an dem Bild sofort erkennen, nachdem hier in der Mitte der Zeichnung keine Feldröhren beginnen oder enden, dass in diese Welt hier links genauso viel Wasser hineinfließt, wie rechts wieder hinausfließt. Da müssen wir vielleicht noch irgendwie so
Da sieht man bei einem Feldrohr sonst nie, in welche Richtung es fließt. Häufig verwendet man Feldrohren, wenn man Systeme hat, wo es Quellen gibt. Also stellen wir uns vor, ich habe jetzt eine, wir sind immer noch bei fließendem Wasser. Und wir haben jetzt irgendeine eine Oberfläche oder sonst was, wo wir eine Quelle haben, wo Wasser in die Welt hineinsprudelt und eine Senke haben, wo Wasser aus der Welt hinausfließt. Dann könnte ich quasi sagen, wir haben hier ein Plusding, wo Sachen hineinströmen in die Welt, und wir haben hier irgendein ein Minusding, wo Sachen herausfließen aus der Welt. Und wir würden sagen, wenn diese Welt ansonsten quasi keinen Zufluss oder Abfluss hat, alles, was aus dem Plus irgendwie rausfließt, muss irgendwann in dieses Minus hineinfließen. Das heißt, wir werden nirgends anders in dem Bild eine Stelle haben, wo eine Feldröhre beginnt oder endet. Weil das würde ja heißen, dass an dieser anderen Stelle irgendwie Wasser in das System hineinfließt oder aus dem System heraus. Wir müssten also Feldröhren zeichnen, die alle hier beginnen und da aufhören. Und wenn wir das machen, dann würden wir irgendwie sagen, okay, naja, vielleicht ist irgendwie das eine Feld, also das mal eine Grenze von einer Feldröhre. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie schaut die andere aus. Wenn ich die genau parallel zeichne, dann habe ich da irgendwie ein Problem, weil dann fange ich an, quasi die Feldröhren hier weiter unten beginnen zu lassen und nicht in dem Punkt, wo das Wasser in meine Welt hineinströmt. Also wir müssen irgendwie die ganze Fläche füllen, weil irgendwann wird überall Wasser sein, aber es müssten alle Feldröhren hier beginnen und hier aufhören. Das heißt, die nächste Feldröhre wird vielleicht irgendwie so laufen und dann wird es vielleicht eine geben, die so rennt. Und natürlich gibt es dann auch welche, die quasi hier mal beginnen und irgendwie sich lang über die Landschaft ziehen und dann da drüben wieder zurückkommen. Aber belassen wir es mal bei diesen vier Feldröhren, die ich da jetzt gezeichnet habe. Und was man eben hier sofort erkennt, ist zunächst einmal dieses: Hier sind Quellen und Senken und sonst nirgends, weil das sind die einzigen Punkte, wo wir beginnen oder aufhören. Und wenn ich mich hier hinstelle, dann werde ich ziemlich viel Strömung mitkriegen, weil da habe ich eine große Dichte an Feldern. Wenn ich mich aber hier in die Mitte hinstelle oder vielleicht da unten hin, da bin ich dann in einer extrem großen Feldröhre drinnen. Und nachdem durch jede Feldröhre immer durch den Durchmesser der Feldröhre die gleiche Flüssigkeitsmenge strömt, heißt das, wenn ich in einer großen Feldröhre drin stehe, dass ich kaum Strömung mitbekomme. Und das sind Dinge, die erkennt man mit diesen Feldröhren viel, viel besser als mit den Vektorfeldern, wenn ich quasi einfach nur so eine Zeichnung mache mit vielen, vielen Pfeilen. Weil dann könnte es sein, dass irgendwo subtile Unterschiede sind zwischen den Pfeilen und dann erkenne ich nicht, dass da in der Mitte in Wirklichkeit eine kleine Senke oder eine kleine Quelle sitzt. Bei den Feldröhren habe ich das expliziter. Verwendet ihr Elektrotechniker wirklich Feldröhren? Als ich meine, Gedankenkonstrukt, ja. Das erste Mal eine Feldröhre. Mhm. Oder ist der das Grund, einfach neuartig? Na, das ist nicht neuartig. Aber mein nächster Punkt sind ja die Feldlinien. Ja, die kenne ich. Die Feldlinien und die Feldröhren, die sind sehr, sehr nahe verwandt. Wenn ich nämlich eine Feldröhre nehme, wie die hier, bei den Feldröhren betrachte ich sozusagen diese Röhre hier und habe diese relativ gute Definition dahinter. Was bedeutet diese Röhre? Dass ich da durch den gesamten Durchmesser die gleiche Strömungsmenge habe und so weiter und so fort. Häufigerweise zeichnet man aber statt Feldröhren Feldlinien. Und bei einer Feldlinie mache ich nichts anderes, als dass ich mir jede Feldröhre nehme und einfach einen Pfeil zeichne von Anfang bis zum Ende mittig in meiner Feldröhre. Und wir sehen, das ist eigentlich das gleiche Bild. Also ich hätte quasi meine Feldröhren noch so definieren können, dass das meine erste Feldröhre ist und da wäre das Schwarze da meine Feldlinie. Aber es ist das gleiche, es schaut gleich aus. Der einzige Unterschied ist, dass ich bei den Feldlinien an einem Ende den Pfeil reinzeichne, wo es hinfließt. Und bei den Feldröhren muss ich das halt noch irgendwie anders machen.
Das Problem ist, dass wenn ich die Feldlinien mal nur so nehme, dann sind sie ein bisschen schwammig definiert. Und die Feldröhre, das finde ich, ist ein sehr schönes, exaktes Ding, wie man das definieren kann und sich dann was darunter vorstellen kann. Aber aufgrund der Verwandtschaft zwischen Feldlinien und Feldröhren gelten die gleichen Sachen. Wenn ich in einer Region bin, wo ich viele Linien habe, dann habe ich dort viel Strömung. Also quasi, ich brauche nur die Dichte von diesen Linien anschauen und ich weiß, strömt es dort viel oder strömt es dort wenig. Während ich an dem Bild, da ist die Dichte von den Vektorpfeilen gleich und ich muss mir anschauen, wie lang ist der Pfeil, um zu sagen, strömt es dort viel oder strömt es dort wenig. Und in der Elektrotechnik, man lernt das und dann vergisst man die Felder. Weil die Feldlinien und die Feldröhren sind wieder das Gleiche und Feldlinien ist irgendwie ein Ausdruck, der geläufiger ist. Aber ich finde, die Feldröhren als Konstrukt, um die Feldlinien einzuführen, sind sehr anschaulich. Darum mache ich sie. Macht man in der Physik keine Feldröhren? Nein. Ich habe keine Feldröhren gehabt, oder? Ich habe geschlafen. So. Also wir gewöhnen uns jetzt schon langsam damit, mit diesen Vektorfeldern zu arbeiten. Wenn ich so ein Vektorfeld habe, wie zum Beispiel Strömung von irgendwas, dann kann ich das immer in zwei Komponenten einteilen. Und das ist, also für mich zumindest war das sehr überraschend, dass ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich kann jedes Feld zerlegen in eine Überlagerung, in eine Superposition von einem Quellenfeld und einem Wirbelfeld. Also in dem Fall hier, wenn ich es richtig gezeichnet habe, und ich habe es richtig gezeichnet, ist das ein reines Quellenfeld, das hat keinen Wirbelanteil. Was heißt das? Es könnte ja sein, dass ich eine Feldröhre habe, so einen schwarzen Feldröhren, dass ich eine Feldröhre habe, die folgendermaßen ausschaut. Also ich habe hier quasi Wasser, das aus irgendeinem Grund einfach im Kreis fließt. Und ich habe Strömung, weil es bewegt sich Wasser. Aber ich habe keine Quelle oder Senke. Ich habe nicht einen Punkt, von wo das Wasser herkommt und einen Punkt, wo das Wasser hinfließt, sondern es fließt einfach im Kreis. Und das kann ich natürlich genauso über eine Feldlinie zeichnen. Das wäre dann einfach eine Feldlinie, die sich selber in einen Schwanz beißt. Und ebenso im Kreis herumgeht. Wenn ein Feld keine solche Wirbelanteile hat, dann nennt man das ein konservatives Feld. Und bei ganz, ganz vielen Feldern geht man irgendwie davon aus, dass die keinen so einen Wirbelanteil haben. Ich nehme ein Beispiel, nämlich das Feld der Steigung an einem Berg, an einer Hügellandschaft. Und ich denke mir jetzt, ich gehe quasi einmal im Kreis und das geht immer bergauf. Das wäre quasi sowas hier. Das wäre, ich gehe einmal im Kreis und das geht immer bergauf. Und irgendwie kann das bei einer Hügellandschaft nicht vorkommen. In der Wendeltreppe geht das, aber nur in der 2D-Projektion. Und dann verwende ich halt quasi eine Projektion, die für die Wendeltreppe nicht geeignet ist. Aber bei einem Berg, wenn ich da einmal im Kreis gehe, muss ich in Summe so viel raufgehen, wie ich runtergegangen bin. Und dann ist es ein konservatives Feld. Weil dann habe ich quasi nicht so eine Feldlinie, die sich selber in den Schwanz beißt. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Strömungen in einem Wasserbecken zum Beispiel betrachte, kann das sehr wohl sein, dass sich das im Kreis dreht. Und dieses Feld ist eben kein konservatives Feld. Das hat eben so einen Wirbelanteil. Könnte man vorstellen, dass solche Wirbelanteile auch in einem Trafoblech sind. Ja. Weil da gibt es ja auch keine Quelle eigentlich, da gibt es nur einen Antrieb. Also diese Idee von konservativen Feldern ist eng verwandt mit dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz, mit der Maschenregel. Dass wir quasi sagen, wenn ich in einem Umlauf, in einer Masche, in einem Schaltplan die Spannungsabfälle zusammenzähle, dann muss da Null herauskommen. Und das ist im Grunde nichts anderes als
die Aussage, dass das E-Feld, das elektrische Feld, ein konservatives Feld ist. Und wie wir heute sehen werden, ist das E-Feld kein konservatives Feld. Und wenn ihr euch erinnert, wenn man die Kirchhoffschen Gesetze gemacht hat, habe ich gesagt, das sind nicht wirklich Naturgesetze. Das sind mehr sowas wie Annahmen, von denen wir ausgehen, wenn wir Schaltungen untersuchen, weil für Schaltungen trifft das in aller Regel zu. Und damit ist das quasi verwandt. Bei einem Trafo-Blech hast du dann genau diese Induktionsvorgänge und Induktion ist genau der Prozess, der in einem E-Feld einen Wirbelanteil macht. Gut, also ich habe eben diese reinen Quellenfelder, die konservativen Felder. Theoretisch kann ich natürlich ein reines Wirbelfeld auch machen, ne? Das ist dann ein geschlossenes Gefäß, in dem ich Wasser im Kreis herum bewege, aber es hat einfach nirgends eine Öffnung, durch die Wasser rein oder rausfließen kann, dann weiß ich schon, wenn sich da irgendwas bewegt, dann muss das ein Wirbelfeld sein. Weil ich habe keine Quellen oder Senken. Und ich habe gemischte Felder, die quasi Feldlinien haben, die so ausschauen, die von einer Quelle zu einer Senke gehen, und Feldlieder, die sich so selber in den Schwanz beißen. Und wenn ich eben so ein kombiniertes Feld habe, dann kann ich das zerlegen in zwei Felder. Ich kann das zerlegen in ein reines Quellenfeld und ein reines Wirbelfeld. Die kann ich getrennt voneinander betrachten und wenn ich irgendwann mal quasi was machen möchte, wo ich dann das Gesamtfeld brauche, kann ich die quasi stellenweise addieren. Ich kann sagen, was ist denn der Vektor, der rauskommt für das Quellenfeld, was ist der Vektor, der rauskommt für das Wirbelfeld, die zähle ich zusammen und dann weiß ich, wie dieses Feld ausschaut. Also das, was wieder zusammenzählen kann, ist jetzt nicht so überraschend, aber dass ich es quasi auftrennen kann, diese zwei Dinge, und eindeutig zuordnen kann und sagen kann, das ist das Wirbelfeld und das ist das Quellenfeld, das finde ich jetzt doch sehr spannend. Gut. Fragen soweit? Dann haben wir jetzt quasi die Grundlagen besprochen, was denn Felder so sind und wie ich Felder als Felder alleinstehend beschreiben kann. Was wir uns aber noch nicht angeschaut haben, wie ich mit hübschen mathematischen Symbolen die Bezüge zwischen verschiedenen Feldern zum Ausdruck bringen kann. Also einfache Sachen kann ich mir denken. Nicht? Also ich könnte zum Beispiel sein, dass ich, weiß ich nicht, ein Feld habe, das beschreibt die Wasserströmung in Liter pro Sekunde durch, das ist noch nicht genug, weil ich muss einen Querschnitt angeben. In Liter pro Sekunde pro Quadratmeter. Und dann könnte ich ein anderes Feld haben, das beschreibt die Strömung in Gallonen pro Stunde pro Quadratinch. Und offensichtlich ist das physikalisch das gleiche Feld, es ist nur eine andere blöde Einheit. Und ich kann natürlich zwei Symbole dafür definieren und dann kann ich den Bezug zwischen diesen beiden Feldern angeben durch eine Proportionalitätskonstante. Ich einfach mit der multipliziere und dann komme ich auf das andere Feld. Also das wäre ein einfacher Bezug zwischen zwei Feldern. Also ich sage, zwei Felder sind einfach nur proportional zueinander. Aber man wird sich schon denken, wenn man jetzt über die Elektrodynamik oder so reden, da wird es andere Arten geben, wie Felder miteinander in Wechselwirkung treten, die nicht nur sind, das eine Feld ist größer, also proportional größer oder kleiner als das andere Feld. Und diese Dinge, die schauen wir uns als nächstes an. So, da kommt jetzt dann quasi dieses Handout ins Spiel, also wenn das dann jemand online sieht, dann macht das sicherlich Sinn, das irgendwie runterzuladen. Auf diesem Handout haben wir hier oben ein Diagramm, bei dem ich versucht habe, die elektromagnetischen Feldgrößen in Bezug zueinander zu bringen, wo in jeder dieser der Kästchen ist eine Feldgröße drinnen und in den Bläschen ist dann quasi immer die Formel drin, die zwei Feldgrößen in Bezug zueinander bringt. Dann haben wir zum Beispiel da links oben, Divergenz vom D-Feld ist das Rho-Feld. Und da sagt uns das irgendwas dazu, wie das D-Feld und das Rho-Feld in Bezug zueinander stehen. Und er sagt uns, dass dieses Ding, was ausschaut wie ein kleines P an Rhos. Die Operatoren, die wir da drinnen haben, in diesen Bläschen, da sehen wir erstens mal Dinge, die proportional sind. Also
So, zwischen dem B und dem E-Feld steht zum Beispiel Epsilon, E ist D. Und das wäre zum Beispiel sowas, wo Felder nur quasi über eine Proportionalität verknüpft sind. Aber eben darüber steht Divergenz von D ist O. Und dieses Divergenz, das schauen wir uns kurz an. So, was meine ich, wenn ich sage, die Divergenz vom D-Feld ist das Rho-Feld. Also für diejenigen, die quasi mit Vektoren und Matrizen und so ein bisschen besser können, gibt es eine andere Art, das zu schreiben, dieses Divergenz, nämlich mit dem Nabla-Operator. Das ist der Nabla mit oder ohne Vektorpfeil, mit Vektorpfeil, also man muss das nennen. So, und Divergenz ist das Punktprodukt. Also wenn man quasi die untere Schreibweise sieht, dann heißt das genau das Gleiche. Und man kann diese drei Operatoren, die wir uns jetzt anschauen werden, die den Gradienten, die Divergenz und die Rotation, die kann man alle mit diesem Nabla-Operator zum Ausdruck bringen. Was ist dieser Nabla-Operator? Ich habe es hier, also wir sind im Händler hier in dem Kästchen, und da ist aufgeschrieben, was der Nabla-Operator ist, und das ist ein bisschen komisch. Das ist nämlich ein Ableitungsoperator, der irgendwie unvollständig ist. Also da steht quasi, der Nabla-Operator ist ein Vektor, und zwar die partielle Ableitung nach x, die partielle Ableitung nach y und die partielle Ableitung nach z. So, aber die partielle Ableitung wovon? Nach x, y oder z. Oder das, warum ich meine, es ist ein unvollständiger Ableitungsoperator, da fehlt uns was. Und was man hier macht, ist folgendes, dass man das ausmultipliziert mit den Regeln, in dem Fall vom Punktprodukt. Und dann hat man am Schluss quasi das hier stehen, mal der x-Komponente von d. Und das hier mal der y-Komponente von d und das hier mal der z-Komponente von d. Das heißt, wenn ich das entsprechend anschreibe und ausmultipliziere, so als wenn ich eine Variable wäre und kein Operator, dann würde ich eben darauf kommen, dass ich sage, wenn ich die x-Komponente von d nach x ableite und dann das Punktprodukt von zwei Vektoren des elementweise Produktes und die Summe davon, und dann zähle ich dazu die Ableitung von der y-Komponente von d nach y und die Ableitung von der z-Komponente von d nach z, dann ist das so. Und das ist das, was wir hier meinen. Aber was heißt das? Umso stärker irgendeine Komponente von den dreien ändert, umso größer ist meine Dichte vom D-Feld. Also quasi umso größer die Änderung in einer Komponente ist, ja, umso größer ändert sich meine Dichte von den Feld-D im Endeffekt. Was wäre denn ein Punkt, wo das Rohfeld dann besonders groß wäre? Eine Quelle oder eine Senkwiderkurve. Genau. Schauen wir uns nur die x-Komponente an. Sagen wir, der Rest ist eh irgendwie gleich. Die x-Komponente, wie schaut die x-Komponente aus? Also wie schaut eine Quelle aus? Wenn das quasi meine Quelle ist, dann würde das heißen, auf der linken Seite und auf der rechten Seite gehen die Pfeile immer weg. Das heißt, wenn ich mir quasi dieses Feld hier anschaue und ich bin auf der linken Seite, dann ist meine x-Komponente negativ. Der Pfeil geht nach links. Und wenn ich
und jetzt hier auf die rechte Seite gehe, dann wird auf einmal der Pfeil positiv, also das dx positiv. Das heißt, wenn ich quasi dx auftragen würde über x, dann hätte ich quasi, wenn das meine Nulllinie ist, hätte ich quasi hier negativ und hier positiv. Und hier in der Mitte hätte ich irgendwie einen Sprung. Das heißt, hier wäre die Steigung 0. Hier ändert sich das dx nicht, als wenn ich das x ändere. Hier ändert sich das dx auch nicht, wenn ich x ändere. Aber hier habe ich eine unglaublich hohe Steigung. Also wenn ich wirklich eine punktförmige Quelle hätte, dann würde das heißen, dass das d-Pfeil an dieser Stelle irgendwie unendlich groß wird, weil ich bekomme hier quasi einen Sprung, und wenn ich einen Sprung differenziere, dann wird das halt eben sehr groß. Und ebenso, wenn die Pfeile jetzt quasi auf den Punkt hinfließen würden, dann hätte ich genau das umgekehrte Bild, aber der Effekt wäre das gleiche, ich hätte hier an dieser Stelle wieder einen Sprung. Wenn diese Quelle hier aber nicht punktförmig ist, sondern irgendwie ein bisschen ausgedehnt war oder so, dann wird dieses D-Feld natürlich jetzt dann wird die Änderung von dem D-Feld an der Stelle nicht. D-Feld, das passt nicht. Das hat eine andere Bedeutung. Nein, die Änderung des D-Feldes wird an dieser Stelle nicht unendlich groß, sondern halt größer. Das Rohr wird halt wenn ich mir nur den einen Punkt erspare. Es ist schwierig in Relation dann zu bringen. Also, naja, wenn ich sage, ich schaue mir das Rohr nur in Punkt 0 an, wird es nur ja, groß, weil den auf die x ist. Ich muss es mir in einer Epsilon-Umgebung anschauen. Wenn also, das in der Rechnung wird, wird es groß. Wir nehmen das als einen Extremfall an, den wir aber nicht mathematisch exakt betrachten, weil er unsinnig ist, mathematisch. Aber es eignet sich gut für die Anschauung, dass man einfach sieht, okay, da ändert sich was sehr stark. Na gut, das heißt, dass an dieser Stelle quasi, da muss ein Rohr sein und überall anders, da ist kein Rohr und da ist kein Rohr, weil da ist ja das D-Feld unverändert. Okay. Weiß jemand zufällig, was das D-Feld ist und was das Rohfeld ist? Das D-Feld ist das elektrische Feld in dem Punkt. Ja, es ist die Flussdichte. Das Rohr ist die Ladungsdichte. Das Rohr ist die Ladungsdichte, genau. Und die Flussdichte, die ist eben in einem Medium, das uns gnädig gestimmt ist, nur weil der Proportionalitätskonstante mit dem D-Feld verknüpft. Aber, ja, weiß ich nicht. In einem Kristall zum Beispiel ist das nicht mehr isotrop, da hängt das quasi von der Richtung ab und so. Aber in den Fällen, die wir betrachten, kann man sagen, D-Feld und E-Feld kein großer Unterschied, da ist eine Konstante dazwischen. Okay, das heißt, wenn ich quasi hier eine Ladung habe, und die ist positiv, und dann habe ich hier eine Ladung und die ist negativ, dann heißt das, dass an der Stelle das Rohfeld positiv ist, weil ich hier eine positive Ladungsdichte habe. An der Stelle ist das Rohfeld negativ, weil ich hier eine negative Ladungsdichte habe. Und überall anders ist das Rohfeld 0. Und wir werden jetzt die Feldlinien des D-Feldes ausschauen und ich sage die Divergenz und die ist rot. Wie werden jetzt die Feldlinien von dem D-Feld ausschauen, wenn ich eben weiß, dass das hier stimmt? Sie gehen von Plus zu Minus. Sie gehen von Plus zu Minus, das ist genau das, was man sich erwartet. Also das ist das Bild, das man auf der vorherigen Folie schon gehabt. Ja, das heißt quasi hier einfach nur, das Rohfeld ist die Quellendichte vom D-Feld. Und im elektrischen Feld gehen eben die Felder von den Ladungen aus. Also das macht irgendwie anschaulichen Sinn, warum irgendwie die Ladungsdichte das Quellenfeld von der elektrischen Flussdichte. Also was ihr jetzt schon merkt, ist, wir haben
Ihr erinnert sie euch, vor 2 Jahren, wo wir das die erste Sache gemacht haben, die erste Kurseinheit, und wir haben Luftballone gerieben und dann geschaut, dass sie sich anziehen. Da haben wir uns quasi nur überlegt, was quasi eine Ladung macht, und haben die Ladung so als Entität betrachtet. Und jetzt gehen wir quasi her und betrachten alles nur noch als Dichten und sagen, wir haben hier eine negative Ladungsdichte. Und wenn ich dann quasi wirklich ein Volumen habe und sage, okay, da habe ich so und so viele Kubikmillimeter, was auch immer, dann kann ich natürlich aus der Ladungsdichte eine konkrete Ladung ausrechnen, aber für die Felder ist quasi interessant, dass hier eine gewisse Ladungsdichte von negativen und hier eine gewisse Dichte von positiven Ladungen vorhanden ist. Okay. Was ist der nächste Operator? Aber Gradient, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Gradient sind wir vor. Okay, also. Die Divergenz, die ist ein Zusammenhang zwischen einem Vektorfeld und einem Skalarfeld. Und das Skalarfeld ist die Quellendichte von dem Vektorfeld. Der Gradient ist auch ein Zusammenhang zwischen einem Vektorfeld und einem Skalarfeld. Und hier ist das Vektorfeld die Steigung in dem Skalarfeld. Also ich habe hier kein Beispiel dazu, offenbar ist das gar nicht so wichtig. Die Spannung hättest du schon hingeschrieben. Ha? Spannung hast du schon hingeschrieben, aber... Ich habe die Spannung, wo steht denn die Spannung? Unter die Größen mit ihren Einheiten. Aber das, damit hast du dich dann schon... Ja, genau. Ja. Also das E-Feld hängt über den Gradienten mit dem Potentialfeld zusammen. Aber das Potentialfeld habe ich hier nicht. Genau, das habe ich unter den Tisch fallen lassen, weil wer braucht schon ein Potentialfeld? Gut, aber das Potentialfeld, das wäre genauso wie das, was wir vorher gehabt haben, mit ich gehe in einer Berglandschaft, dann ist ein Skalarfeld, die Höhe über dem Meeresspiegel an einem Punkt. Natürlich kann ich jetzt zu jedem Punkt fragen, wie ist denn hier die Steigung? Und die Steigung ist natürlich ein Vektor, der zeigt immer in die Richtung, wo es quasi bergauf geht. Und je nachdem, wie lang dieser Vektor ist, wie groß der Betrag ist, geht es eben steiler bergauf oder weniger steil bergauf. Und angeschrieben wird das eben als Nabla-Operator. Nabla heißt übrigens irgendwie sowas wie Harfe oder so. Also wir hoffen wirklich darum, wie das Ding ausschaut. Nabla-Operator von meinem Feld, das kein Skalarfeld ist, ist jetzt irgendein anderes Feld. Das Steigungsfeld S von F. Und wenn wir uns jetzt wieder anschauen, was war der Nabla-Operator, das war eben dieser Vektor mit partieller Ableitung nach X, partieller Ableitung nach Y, partieller Ableitung nach Z. Und wenn ich das mit einem Skalar multipliziere, naja, dann multipliziere ich einfach nur jede Komponente mit dem Skalar und es kommt wieder ein Vektor raus. Das heißt, S ist nichts anderes als der Vektor F nach der X-Komponente abgeleitet und F nach der Y-Komponente abgeleitet und F nach der Z-Komponente abgeleitet. Also genau das, was ich machen würde, wenn ich herausfinden wollte, ich stehe auf einem Berg und ich möchte wissen zu dem Punkt, wie ist die Steigung. Ja, dann schaue ich, wie ändert sich denn die Mehrheitshöhe, wenn ich in der X-Komponente meiner Position variiere und in der Y-Komponente. Z-Komponente macht da keinen Sinn, weil das ist ja ein 2D. Das kann sein, F ist kein Skalarfeld, aber die Berglandschaft ist ja schon ein Skalarfeld. Das F ist ein Skalarfeld. Das F ist ein Skalarfeld und das S ist ein Vektorfeld. Vielleicht habe ich auch falsch gesagt. Ja. Vielleicht habe ich auch falsch gesagt. Ich behaupte nicht, dass ich immer das sage, was ich meine, und ich behaupte nicht, dass das, was ich meine, immer wichtig ist. Es gibt. Ja,
musst das jetzt zuerst sagen, damit du weißt, ob du das kennst. Gut, aber das war relativ einfach, das ist der Gradient. Also da wäre man quasi auch drauf gekommen, ohne dass man irgendwie da hochtrabend. Wir nehmen den Nabla-Operator, was weiß ich, weil. Also genau das ist so ein. Also was ganz Klassisches, wenn wir am Anfang mal lernen. Was ist anschaulich differenzieren eigentlich? Naja, dann macht man genau diese Scherze hier, ohne darüber zu reden, dass man schon in der Vektoranalysis drin ist. So, das dritte ist der Rotor. Und wo haben wir denn einen Rotor? Naja, sagen wir dann. Rotor vom H-Feld ist das J-Feld. Und ich lasse jetzt mal die Verschiebestromdichte wegfallen, die da auch noch als zweite Komponente rechts hingehört. Damit wird quasi nur eine ganz einfache Formel haben. Oder quasi Rot H ist J. Und der Rotor, der ist schwierig. Also, wir können jetzt hinschreiben, was das Kreuzprodukt ist. Ich komme jedes Mal durcheinander und mache das Kreuzprodukt für ein linkshändiges Koordinatensystem, für das rechtshändige Koordinatensystem. Aber es ist quasi, die X-Komponente von dem ist die Y-Komponente von dem nach der Z-Komponente von dem abgeleitet, minus der Z-Komponente von dem nach abgeleitet. Aber so geht das quasi im Kreis herum. Und es ist nicht anschaulich, darum schreibe ich das auch gar nicht hin. Doch, du musst jetzt eine Determinante hinschreiben. Wenn du auswendig weißt, wie man eine Determinante ausrechnet, dann weißt du auch, wie der Rotor berechnet wird. also ich weiß, wie 3 mal 3 die Determinante geht, aber ich wollte es bewusst auch nicht hinschreiben, weil es nicht anschaulich ist. Also vielleicht kommt jemand jetzt und sagt, das ist aber super anschaulich und kann erklären, das ist anschaulich. Ich finde es nicht anschaulich von dem, wenn man quasi jetzt hinschreibt, welcher Term das ist und was ich wonach ableiten muss und welche Komponente und dann subtrahieren und welche Komponente von diesem J-Vektor hier zu halten. Darum versuche ich stattdessen zu erklären, was das anschaulich macht. Es gibt den Rotor, genauso wie das Kreuzprodukt, nur in 3D und 2D. Was wir hier angeschrieben haben, ist ganz offensichtlich ein 3D-Ding, weil da und da ein Vektor rauskommt. Man kann 2D-Kreuzprodukt rechnen, da kommt ein Skalar raus, der dann quasi gedacht auf die Bildebene steht. Sagen wir, ich habe eine Wasseroberfläche und in der habe ich eine Strömung. Das ist das, was wir vorher gehabt haben. Und ich habe quasi irgendwie meine Feldlinien, die irgendwie verlaufen. Und jetzt habe ich in dieser Wasseroberfläche ein Blatt schwimmen. Das ist mein Blatt. Und was ich mir natürlich sofort anschauen kann mit den Sachen, die wir bisher gesehen haben, ist, in welche Richtung wird dieses Blatt bewegen? Da würden wir sagen, na gut, das wird sich natürlich mit den Feldlinien mitbewegen. Und das Wasser strömt in der Stelle hier gerade so grob nach rechts oben. Also wird sich dieses Blatt auch nach rechts oben bewegen. Jetzt ist aber die Frage, wird sich dieses Blatt dabei drehen? Also wenn dieses Blatt dann vielleicht noch eine markante Markierung hier an der Stelle hat, und ich beobachte jetzt, wie dieses Blatt sich bewegt, während es im Wasser mittreibt, wird das quasi hier, so wie es ist, nur parallel verschoben. Dann ist der Rotor dieses Vektorfeldes an der Stelle 0. Es wird sich oder drehen, weil die eine Linie einen längeren Weg macht als die andere. Nicht zwangsläufig. Also, wenn ich quasi wenn ich hier einen Kreisbogen habe, quasi,
Und dann habe ich hier quasi äußerst auch noch einen Kreisbogen. Natürlich ist der äußere Kreisbogen länger als der innere Kreisbogen. Aber ich muss mir anschauen, wie ist denn die Dichte von Feldlinien auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und es kann natürlich so sein, dass das gekrümmt ist, aber gleichzeitig die Dichte von Feldlinien auf der einen Seite so ist, dass das Blatt sich unterm Strich trotzdem nicht dreht. Ja, aber in dem Fall, so wie es ausschaut, wird es schmal, wird ziemlich breit. Es ist schmäler. Also ich habe mich bewusst bemüht, hier quasi einen Abstand zu machen. Aber wir wissen eigentlich zu wenig. Ja, es ist eine. Wichtig ist nur, wie könnten wir ermitteln, wenn wir jetzt ganz genau angegeben haben, wie dieses Feld hier ausschaut, wie könnten wir ausrechnen, ob dieses Blatt sich dreht oder nicht? Und die Antwort ist, naja, wir berechnen den Rotor von dem Vektorfeld an der Stelle, wo das Blatt ist. Und wenn der Rotor an der Stelle 0 ist, dann wird diese Strömung das Blatt zwar mitnehmen, aber wir werden das Blatt nur so gesehen parallel verschieben. Und wenn der Rotor nicht 0 ist, dann wird sich das Blatt in die eine oder andere Richtung drehen. Das ist halt jetzt ein 2D-Beispiel, wo wir quasi 2D-Vektoren in dieser Bildebene haben. Und wenn ich dann jetzt einen Rotor da daraus 3D-Vektoren machen, indem wir die Z-Komponente einfach immer auf 0 setzen, dann bleibt es immer noch in der XY-Ebene. Und wenn ich dann aber den Rotor davon berechne, dann bekomme ich einen Vektor, der in X und Y 0 ist und nur in Z einen Wert hat. Und der steht dann quasi genau so dann raus und ist quasi der sagen wir, die Achse, die durch das Blatt durchgeht und die Achse dann drehen würde. Aber ich kann das eben auch komplett in 3D rechnen. Dann ist es halt leider ein bisschen schwieriger zum Vorstellen, was das in 3D macht, wenn dann quasi die Feldlinien in allen möglichen Richtungen da durch den Raum gehen können. Darum arbeitet man speziell mit Rotor für die Anschauung, mit irgendwelchen Spezialfällen, die man relativ gut runterbrechen kann und sagen kann, na gut, aber wenn ich hier genau diese Geometrie habe, dann weiß ich, dass der Rotor dann so da drauf steht. Aber die Grundidee ist, dieses ein Blatt hier, dreht sich das oder nicht, und das kann ich herausfinden, indem ich nur an der Position von dem Blatt anschaue, wie sich die unterschiedlichen Komponenten des Vektorfeldes verhalten, wenn ich sie ableite nach unterschiedlichen Ortskomponenten, also Komponentenortskoordinaten. Das macht uns der Rotor, dass er in diesem Fall quasi schaut, wie sich das. Und ich kann natürlich genauso sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Strömungsfeld in der Luft, durch irgendwie auch Verwirbelungen habe und so. Und ich habe jetzt irgendwie einen Luftballon, der aber irgendwie selber gleichmäßig verteilt ist von der Dichte, sodass er sich nicht von Haus aus irgendwie mit dem Knoten nach unten oder so ausrichtet. Und dann kann ich genauso sagen, wenn dieser Luftballon jetzt mitgenommen wird von diesen Strömungen in der Luft, okay, er wird natürlich in die Richtung verschoben, in die Strömung ist, aber dreht er sich. Ja, diese Luftströmungen machen, dass er sich auch dreht. Und dann kann natürlich sein, dass er sich in eine x-beliebige Richtung dreht. Und da kann ich dann mit 3D-Koordinaten hinein, mit 3D-Vektorfeld hinein und bekomme dann ein 3D-Vektor hinaus zu dem Punkt, der sagt, da ist die Achse, da dreht sich der Luftballon und der Luftballon macht dann entsprechend diese Drehung. Und das macht Sinn in allen Raumrichtungen. Gut. Soweit Fragen. Sieht das Papier aus? Ich habe eine Frage. Heißt das jetzt, wenn der Rotor in dem ganzen Feld 0 ist, dass es ein konservatives Feld ist? Ja, danke. Wenn überall der Rotor 0 ist, ist es ein konservatives Feld. Genau. Das ist, wie ich zum Beispiel einfach mathematisch beweisen kann, dass es sich um ein konservatives Feld handelt, wenn ich das als Formel habe, dass ich quasi den Rotor ausrechne davon und dann zeige ich, dass das quasi unabhängig vom Ort überall 0 ist. Also das die magnetische Flussdichte. Genau. Ist kein konservatives Feld, dort kann man zeigen, dass der Rotor nicht über 0 ist, aber umgekehrt mit der Divergenz. Wenn die Divergenz überall 0 ist, ist es ein reines Wirbelfeld. Und das haben wir hier stehen,
da steht irgendwo auf diesem Handout, rechts unten steht Diff B ist 0. Und das heißt, das B-Feld ist ein reines Wirbelfeld. Das B-Feld hat keinen Quellen-Senken-Anteil. Und das ist anders bekannt unter der Aussage, es gibt keine magnetischen Monopole. Also diese Aussage, dass es keine magnetischen Monopole gibt, heißt nichts anderes, als dass das B-Feld keinen konservativen Anteil hat. Gut. Ich glaube, wir machen jetzt kurz eine Pause und suchen ein Flipchart-Papier, wo man nicht durchsieht, was vorher drauf gestanden ist.